Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank Tools of Destruction. Und wir machen jetzt weiter. Ich habe auch mal die Soundeinstellung geprüft. War alles in Ordnung. Nur habe ich mal wieder vergessen, dass wenn man mit der PS3 etwas startet, dann macht er immer dieses Auto. Ich schalte mal automatisch deine Auflösung um auf die, die das Spiel braucht. Ja, die PS3 läuft eigentlich in Full HD und das Spiel läuft in 720. Ich nehme aber trotzdem in 1080 auf. Oder? Doch. Dadurch, dass die diesen Quellenwechsel macht von 1080 auf 720, wird die Elgato kurzzeitig deaktiviert. Das führt zu einem Crash der Datei. Das heißt, ich kann die Datei nicht verwenden von der ersten Folge. Aber zum Glück gibt es ja die Elgato Safe Capture Funktion. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und die erstellt so gesehen eine Kopie von der Ton- und Bilddatei. Also als eine Datei. Und in diesem Ordner habe ich dann auch gesehen, dass dort zwei Dateien waren, wie ich es mir schon dachte. Die eine ist halt Full HD und die eine ist halt nur HD. Also die Full HD Zeit ist natürlich das von den, keine Ahnung, 10 Sekunden am Anfang. Und die andere, 720, ist das Ganze, was ich eigentlich aufgenommen habe, die 32 Minuten oder so. Deswegen sind das dann zwei Dateien. So, ich glaube, hier kann man noch irgendwo hoch. Ja. Da kann man hoch, aber wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Da muss ich das hier irgendwie machen, oder? Nee? Hä? Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich einfach von hier aus, ne? Hä, wie komme ich da hoch? Ah, vielleicht muss ich das von der anderen Seite machen, ja. Das kann sein. So. Wie gesagt, die Datei ist noch zu retten, ne? Also, die erste Folge habt ihr gesehen. Denke ich mal. Also so wie ich es gerade mir angeguckt habe, müsste alles noch passen. Müsste alles noch relativ gut passen. So, und jetzt würde ich gerne den Brenner nehmen, weil der ja ein bisschen Raritanium Boost hat. Ob ich dann vielleicht ein bisschen mehr bekomme. Aber sieht nicht so aus. 278. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ne? Das war gerade artig von mir. Deswegen, ich habe auch gerade irgendwie 10 Minuten jetzt gebraucht, um zu gucken, ob ich die Datei retten kann. Oh cool, ich kann die da einsperren. Lul. Komm, ich sperre euch alle ein. Ach, die befreien sich? Oh, schade. Ciao. Dann erlöse ich euch. Boah, ja. Schön, nice. Ah, ja. Ciao. Ciao. Erstmal platt machen. So, haben wir alles? Ja. Haben wir schon Magnetstiefel? Haben wir von Anfang an? Okay, krass. Ja, nice. Aber jetzt müsste wieder alles funktionieren. Das heißt, die Datei müsste normal sein. Die hat ja keinen Quellenwechsel oder so. Gibt es hier nicht irgendwo noch Kisten, die man nur von hier oben erreichen konnte? Nee? Okay.
egal. Ja, was ist das hier? Okay. Fetter Gelfluss hier. Oh Gott, da war noch ein Bomben drin. Ja, ich konnte mein Thema gar nicht von der letzten Folge zu Ende bringen, ne? Mit den Bombenkisten. Das Design ist mir egal, aber dieses Död, das finde ich so komisch. Früher war das besser. Reicht das? Ja, es reicht. So, noch mehr Boldies. So. Sag, gibt es hier noch irgendwas Secret-mäßiges oben? Ich sehe jetzt nichts. So, einer müsste reichen. So, hat auch gereicht. So, erstmal die Viecher wegmachen. Einfach umballern. Yay. So, Kisten für mich. Auch noch mehr Bowls. Wir müssen noch 40.000 kostet die nächste Waffe. Das ist auch schon ein bisschen so. Uff. Die Viecher tun uns übrigens nichts. Habe ich noch gar nicht erklärt. Ich habe einfach hier gespielt, weil ich das alles kenne. Die Viecher, die fressen den Gel. Den Gel. Hier. Die werden voll aggressiv und dann mampfen die das. Deswegen mache ich hier mal so ein paar Plattformen für die. Eigentlich muss man das ja gleich machen. Wenn man das hier fertig hat. Dann muss man da hoch und dann muss man da oben nochmal so ein Ding machen. Und das ist halt wichtig, damit man da hinten hochkommt. Weil die das halt super schnell auffressen. Guck, das ist schon alles weg. Und hier muss man halt hoch. Da hinten. Deswegen. Ne. Ach, hier macht man das Tor auch mit auf. Alles klar. Und zack. Gelatonion-Fabrik wieder auf 100% Produktivität. Imperator Tachyon wird nicht erfreut sein. Und da sieht man auch den ersten Goldbolt. Ratchet, gehen wir zum Schmuggler. Er hat versprochen, uns mitzunehmen. Mal gucken, ob ich schon. Oh Gott, wir können sogar cheaten. Sehr gut. Ach, jetzt muss ich der Jill wieder raus tun, ja. Tschüss, Jill. So, jetzt kann man doch den Trick machen. Mit der Schmelzgranate. Sich ein paar Bowls holen, oder? Hä? Nee, geht nicht. Nein, ich wollte nicht auf die Typen. Mann, weg. Wir wollen. Gut, der Schmuggel ist natürlich nicht mehr da. Aber das ist kein Problem. Wir müssen sowieso hier runter. Müssen wir gar nicht. Lol. Sich euch nähert, nicht mit ihm sprechen. Lombaxe beherrschen heimtückische Gedankentricks. Sofort Feuer eröffnen. Hört auf seine verräterischen Lombax-Lügen. Aber wir müssen doch gar nicht mit dem Schmuggler reden. Wir müssen doch gar nicht mit dem reden. Ja gut. Au! Jetzt habe ich mich erwischen lassen, leider. Wir sind aber noch nicht fertig mit diesem Planeten, sage ich mal. Zum einen bekommen wir hier unsere erste Rüstung, die 30.000 kostet. Und der heilt uns. Nice. For free healing. Sehr schön. Aber wir müssen noch einiges hier machen. Vor allem kämpfen. Aber wir holen uns jetzt erstmal den Bowlie natürlich. Den Goldie Bowlie. So. So, wir müssen jetzt hier diesen Parcours, diesen ja, Jump'n'Run Parcours bestehen. Dadurch, dass diese Turbinen hier wieder laufen oder diese Windräder oder was das da sein soll, können wir auch zum Bolt kommen. So. Easy. Da ist noch Aretanium. Keine Sorge, wenn das Raritanum runterfällt, das kommt automatisch zurück zu dir.
wenn da unten kein begehbarer Boden ist, ja. Also nicht auch das ist ja auch bei Bolt so, ne? Keine Sorge, man kriegt schon alles Aretanium, was man verliert, so gesehen, was einem runterfällt. So, springende Plattform zu springender Plattform und dann zum Schmerz, aber so. Hey, ich wollte erst zerstören, aber egal. Der erste Gold Bowl. Lul, wie die Kisten nochmal gesprungen sind. So. Wir haben 12.900 irgendwas. So. Wir reden jetzt mit dem Schmuggler. Du bist mir ja einer. Freund, du bist auf Kobalia, dem Gelzentrum der Polaris-Galaxie. Naja, das war es jedenfalls, bis Imperator Tachyon die Fabrik geschlossen hat. Ja, die läuft ja jetzt wieder. Sie bringen Bolts aufs Konto. Pass auf. Es gibt da draußen Kreaturen. Die größeren von ihnen tragen eine Leviathan-Seele in sich. Ich jage sie, sammle die Seelen und verkaufe sie. Also vergiss nicht. Wenn du Seelen findest, dann bringe sie mir hierher, klar? Ich zahle einen fairen Preis. Ja, genau. Man kann jetzt eine Leviathan-Seele für 2000 Bolts verkaufen, aber... Es gibt noch ein paar mehr, die wir holen können. Dieser Zwerg, das ist alles sehr geheimnisvoll. Also, es heißt, dass er im Verdigris-Sektor aus einer Art gefrorenem Krakmiten-Eizapfen geschlüpft ist. Komm ihm nicht zu nah. Er hat so eine Art Lombax-Allergie. Er hat eine Art Lombax-Allergie. Ja, das habe ich schon gemerkt. Aber warum? So, wir fliegen nicht los, denn hier hinten gibt es noch eine zweite Passage, wo wir jetzt erstmal hingehen. Und dort können wir noch 4 Seelen bekommen. Machen es 4? Auf jeden Fall bekommt man hier noch Leviathan-Seelen. Erstmal die Viecher hier kommen. Wichtig ist, dass man genug Munition hat. Und was auch cool ist, ich glaube, der Groovitron funktioniert sogar auf das Ding, ne? Jo, guck mal hier, voll abdancen. Voll abgedanzt, das Vieh. So. Zack. Und die bringen halt 2000 Bowls. Das ist schon ein bisschen was. Ich würde gerne die Rüstung haben. Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht ein paar Bowlies. So, der ist down. Plomp. Sehr schön. Aber alles. Okay, dann zum nächsten. Oder sind es nur 3? Oh, moin. Oder ist schon wesentlich stärker geworden, ne? Ich nehme mal Groovy. Hier. Zielpunkt, Jagd auf Riesen. Okay, das waren wahrscheinlich schon alle Seelen, leider. Für diesen Planeten zumindest. Die sind schon stark, die Plasma-Bestien, aber ich finde die so komisch. Keine Ahnung. Okay, wir kriegen keine 4 Seelen, wir kriegen nur 2 leider. Schade. Aber hey, Stilpunkt erhalten. Immerhin. Und wir kriegen jetzt 6000 Bowls. Ich hätte gern 10.000 gehabt, aber okay. Geschäfte. Ja, okay, wir hätten doch jetzt 10.000 gebraucht. Hey,
kann euch bis das Stratos City bringen. Wie wär's? Jo. Auf das Stratos City, weil wir hier können wir aktuell nichts mehr machen. Ich glaube, wir sind hier auch durch. Ich glaube, hier gibt's gar nichts mehr zu tun für uns. Stardust City, Planet Kortok. Es kommt auch wieder eine Sequenz, glaube ich. Ja. Und die Polaris-Galaxie gehört komplett Tachyon? Ja, komisch, was? Der einzige Kadmit, den sie verschont haben, unterdrückt jetzt die ganze Galaxie. Wer sind Sie? Sie? Machst du Witze? Die Lombaxe haben vor Jahren alle Kadmiten pulverisiert. Von ihrem Planeten war nichts weiter übrig als ein Häufchen Staub. Oh, Ehre den Lombaxen! Oh, Rettet des Universums! Transportschiff, aufgepasst. Der Bioscan zeigt eine Lombax-Lebensform auf ihrem Schiff an. Bereit zur sofortigen Zerstörung. Oh, raus mit dem Lombax! Mach nur Ärger! Sir, vielleicht sollten wir Ballast abwerfen. Dann wären wir schneller und könnten entkommen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ja. War ja natürlich klar, dass er uns... Hier sind überall diese komischen Raketen. Hilfe! 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 Eigentlich, wenn man so in diesem Kreis fliegt, dürfte man nicht getroffen werden. Über diesem... Kreis, so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ja, es funktioniert. Wir landen in Sektor 1. Alle verfügbaren Trophyteinheiten entsenden. Trophyt, hey, ah ja, genau, so heißt die. Raritanium für eine Aufrüstung. Oh, Jägerwerfer. Was, der Sturmwerfer? Der ist so scheiße, der Sturmwerfer. Der ist viel geiler, der Jägerwerfer. 25k. Waffen aufrüsten. So, Erschütterungssprengköpfe, ey, Gönnung. Jede Polum-Ionen-Erschütterungssprengkopf. Damit kann man seine Feinde sehr effektiv umwerfen. So, Schmelzgranate volle Kanne geboostet. Nice. Brenner muss auch gleich ein Upgrade bekommen, ne? Boah. Ciao. Boing. Boing. Euer ergebener Diktator, ja wow. Boing. 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 Wie er sie anstiftet, weiß er, euer ergebener Diktator, weiß er, streitet es nicht mal ab oder so. Schnüffel herum, Partner, du hast das Recht, dich zu... Ach Mist, wir haben nur 22... Hey, Hilfe! Gadgetron bewundert ihre Ausdauer, möchte aber darauf hinweisen, dass die ausgewählte Waffe gegen Feinde mit Schilden nutzlos ist. Nehmen Sie eine stärkere Waffe oder warten Sie, bis der Schild des Gegners inaktiv ist. Oh, hier war ein Boost. Hätte ich das mal früher gewusst. Aber egal, dafür können wir jetzt die ganzen Kisten holen. Und das Raritanium! Warte, mit dem Brenner. So. Da habe ich schön Raritanium bekommen. Ja, nice. So, da hinten sehe ich doch mehr Kisten. Oh, da kommt jetzt, ne, da kommt dieser Panzer raus, ne? Gegen diese Zyklokanone. Hat das noch funktioniert mit dem Boost? Nee, ah, oh, schade. Das wäre so gut gewesen. Ah, dammit. Und hier sind auch noch so viele Kisten gewesen. Aber wir haben keine Granaten mehr. Dammit. Ach, ist hier wieder ein Gerätetyp. Hast du noch was für mich? Oh, Verwirrgas. Hä, wo haben wir das denn her? Hä?
Wo haben wir das Verwirrgas her? Das haben wir doch gar nicht. Wo haben wir das denn herbekommen? Hä? Ach, aus irgendeiner Kiste oder was? Dadurch wurde das Gerät freigeschaltet. Ja, moin. Ich glaube, Geräte kann man auch jetzt nicht mehr leveln. Willkommen im Grommelnet Waffenladen. So, hier. Jägerwerfer. Aufrüstung, Jägerwerfer, natürlich. Mehr Raketen. Ich hätte gern Munition eigentlich, ne? Schneller schießen, mehr Damage. Oh ja, mehr Damage, komm. Gönnung. Halte zum Anvisieren die Feuertaste gedrückt und lass los, um Jägerraketen abzufeuern. Yeah, Jägerrakete, sehr nice. Besudelt. Okay, wir kriegen hier wieder irgendein neues Ding. Ich glaube, das ist die Peitsche, oder? Das ist doch die Schockpeitsche. Ja, genau. Elektrische Spannung den Schild des Gegners. Führe einen Peitschenangriff durch, indem du die Feuertaste drückst. Wait, geh ich gerade zurück? Alter, als ob der mich gerade umgedreht hat. Okay, da kommen Viecher. Ich werde das mit dem hier erledigen. Weil Schildtypen, ne? Wir wissen es. Kann man am besten von hinten angreifen. Lol, ist der gerade runtergefallen? Ciao. Als ob der gerade runtergefallen ist. Moin. Nice. Nice. Okay, ich muss sagen, die Plasmawesten sind schon sehr stark. 5 von den Viechern und einen fetten Mini-Panzer zu zerstören. Ist schon weiß. Hey, wo geht's denn hier lang? Ah. Nice. Meraretanium. Gönn mir. Gönn mir. Der ist so verrückt, ne? Moin. Ciao. Ach, die werden umgeworfen. Okay. Ich dachte, das wäre nur aus Spaß und das macht mehr Damage einfach für dieses Upgrade von der Schmelzgranate. Aber nö, das macht auch wirklich diesen Rückwurf. Plasma-Bestien. Oh yes, Upgrade. Und oh, die macht 276 Damage? What? Oh lol, wir haben das Schiff zerstört. Als ob. Wie krass sind die bitte? Ich finde die eigentlich immer scheiße, weil du die so einzeln werfen musst. Aber irgendwie machen die doch schon relativ guten Schaden. Also das muss man schon sagen. Also muss man schon anerkennen. Hilfe! Gott, der One-Hit dieses Raumschiff. Ja. Okay, das funktioniert. Ich bin sehr froh, dass man den nicht mehr auswählen muss hier in diesen neueren Teilen. Den Schwunghaken, sondern dass das automatisch passiert. Wo muss ich denn hin? Ach, da! Ja. Hä? Okay, ich glaube, hier muss ich ihn wohl ausrüsten. Hä? Ich kann ihn nicht. Ich muss mal die Schnellauswahl bearbeiten. Hier hätte ich eigentlich gerne den Brenner erstmal, aber ist egal. Gelanator. Warte, können wir die Seite wechseln? Blättern.
Da, so, ich würde jetzt hier gerne erstmal die ganzen Geräte packen. Vier Verwirrgas, Igelbombe. Und dann zurückblättern. Ah, es gibt drei Seiten sogar. Und dann die entfernen. Entfernen, entfernen. Und dann hier den Jägerwerfer. Den hätte ich gerne hier. So. Brenner das, die Schockdingens nach hier. Die Plasmabeste nach da. Und den Brenner doch noch nach oben. Und hier die Bombe eigentlich, genau. Und dann hier, tun wir mal den Schmuckhaken. Tatsächlich, weil ich muss ihn tatsächlich jetzt doch ausrüsten. Aber meistens funktioniert der ohne, dass man das ausrüsten muss. So ist eigentlich gut, ne? Ja. So. Ja. Hier ist es besser, wenn man den ausrüstet. Ja, ist ja nicht so schlimm, ne? Also, habe ich jetzt nicht gegen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass man so diesen Auto-Anvisierung hat. Bei dem, weil früher musste man ja immer ausrüsten. Okay. Moin. Nee, lass mal mit dem Abfangen sein. Ich brauche das nicht. Geht's hier runter? Nee. Okay. Ja, es geht schon da runter, aber nicht in eine gute Richtung. Was können wir denn für dich tun? So, nochmal aufrüsten. Jägerwerfer hätte ich gerne. Mehr Raketen, ja. Schmelzgranate habe ich schon. Ah, der Schockzerstörer. Ja, stimmt. Hier sind mehr Bolts. Munition, ja. Ja, komm, gönn den mal ein bisschen Muni. Wie viel Muni hat er jetzt? 34, ja, okay. Aber Munition. So krass einfach, wie viel Damage der macht. Und er aktiviert sich nicht. Oh, der braucht zwei Schuss. Hey, warum aktiviert er sich hier nicht? Jetzt. Aha. Sehr schön. Stilpunkt erhalten. Flugabwehr Plasmabestien. Cool. Wusste ich nicht. Nicht Gelanator, sondern dieses Ding. Plasma Bestien. Geht das? Ja, aktiviert sich schon. So, und tschüss. Der Zweikampf ist erledigt. Verstärkung, um den Lombax aufzuhalten. Ich würde mal gerne mit der Granate ein bisschen machen. Wo muss ich denn hin? Ach so, hier hoch. Lol. Moin. Ciao. Das Wasser ist elektrisiert. Was? Der lebt immer noch? Okay, aktuell ist er natürlich noch nicht so gut, ne, der Jägerwerfer, aber später wird er halt wesentlich besser. Ich hätte gerne das Raritanium. Ich komme nicht an das Raritanium. Oh. Da war wohl noch eine Secret-Passage. Hier. Ah, ja, nice. Schön. Düt, 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 düt. Oh, ich finde das so schrecklich. Früher war das so cool, so. Büp, 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 büp. Aber egal.
Es ist nichts Weltenbewegendes, ne, wenn sich der Sound von der Explosionskiste ändert, aber ich fand das halt früher einfach nur cooler. Es hörte sich einfach cooler an. Okay. Ja. Jo, die könnt ihr drüber fahren. Was sind das denn für krasse Dudes? Boah, voll Explosion hier. So, hier hoch müsste man auch können, glaube ich. Dann ist da oben irgendwo eine Raritanium-Kiste. Boah, nice. Ah, hier kriegen wir Schwabbelzeug. So, da oben ist die Raritanium-Kiste. Ja. Da müssen wir als erstes hin. Blom, blom, blom. Oing. Oh nein, ich hab's nicht mit dem Brenner kaputt gemacht. Nein. Ist hier noch was? Nö. Hier ist nix. Ah, hier ist nur die Kiste. Okay. Alter, dieser Tachyon, ne? Das ist so eine Nudel einfach. Okay. Okay. Zeitschalterplattform. Easy. Okay, was haben wir noch? Die Plasma-Risse. Oh, warte. Der Brenner ist doch jetzt geupgradet, wenn wir jetzt ein Paket natürlich, ne? Ich mach den Hobble damit. Müsste auf Level 4 sein. Gadgetron bewundert ihre Ausdauer, möchte aber darauf hinweisen, dass die ausgewählte Waffe gegen... Okay. Ich hole ja schon mal ein anderes hier, da. Moin. Haha. Nice. Endlich hat die auch mal ein Upgrade bekommen. Ciao. Boah, ist die krass. Boah, ich trampel die platt. Plops. Das sieht so gut aus, wenn die einfach dazu matscht werden. Das hört sich zwar irgendwie brutal an, aber ja. Die sind ja auch nicht nett zu uns, ne? Obwohl, das heißt ja nicht, dass wir auch böse zu denen sein müssen. Aber ja, ich bin gerne böse gegen die. Weil es sind böse. Okay, da oben kann ich noch hoch, habe ich gerade gesehen. Boing. Ja, yeah, nice. Brenner. Aktuell ist halt der Brenner, der ein bisschen mehr Raritanium gibt. Glaube ich, oder? Das war doch der Brenner, oder? So. Ja. Moment. Erstmal hier alle Kisten. Boing. So. Boing. Alles zerstört. Alle Bolts für mich. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns in uns. Beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.